Liebe Zuschauer, bevor nun die neueste Folge der Heute-Show endlich wieder zum gemeinsamen Fernsehvergnügen einlädt, noch ein kurzer Warnhinweis. Die folgende Sendung ist kein Bestandteil der Fernsehgeschichte, denn sie ist ja noch gar nicht gelaufen. Für den Fall, dass sie Passagen enthalten sollte, die morgen als diskriminierend empfunden werden, bitten wir heute schon um Entschuldigung. Da sind nämlich Witze dabei, also unterste Schublade. Mein Tipp: Schauen Sie stattdessen lieber alte Otto-Shows in der WDR-Mediathek. Was denn? Wie bitte? Die sind auch diskriminierend? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Herzlich willkommen zur Heute-Show. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, zurück aus der langen Sommerpause und man erkennt das Land kaum wieder. Schwächelnde Wirtschaft und starke Rechtspopulisten. Wissen Sie eigentlich, was das heißt? Deutschland ist plötzlich ein ganz normales EU-Land. Oh. Ja, man könnte auch sagen, wir sind hart aufgeschlagen auf dem Boden der Realität. Im Grunde wie Olaf Scholz neulich beim Joggen. Ja, es steht ihm wirklich, oder? Ich finde, es steht ihm. Endlich ist mal was los in seinem Gesicht. Wahnsinn. Ja. Olaf Scholz, Sie werden es mitbekommen haben, entdeckt die Selbstironie und auch das Ausland ist begeistert. Exactement, c'est le chancelier allemand Olaf Scholz. German Chancellor Olaf Scholz is sporting an eye patch these days and it's quite the look. 누가 기침 소리를 내었는가? Самыми популярными стали фото жаб. Jack Sparrow. Olaf Scholz. Arr. 周围呢还有伤痕. Johnny Depp. Arr. Arr. Ja, komm. Alle doofen Piratenwitze sind längst gemacht. Und ich sag mal so, der Nächste, der Captain Olaf auf Cum-Ex anspricht, wird Kiel geholt, Freunde. Derweil kämpft die MS Deutschland in schwerer See. Laut IWF wachsen in diesem Jahr sämtliche Industrienationen, nur wir nicht. Wir schrumpfen. Schrumpfen. Ja, ja, hier, neueste Schätzung des IFO-Instituts um 0,4%. Zitat, in nahezu allen Branchen steht die Tendenz auf Flaute. So, aber jetzt, meine Damen und Herren, drehen wir den ollen Kahn wieder auf Kurs. Und zwar mit Olafs neuem Deutschlandpakt. Ja, wie erklärt man das? Es ist im Grunde eine Art Pakt für Deutschland. Endlich! Heißt doch Deutschlandpakt, oder? Das sollten wir tun. Wir sollten endlich ernst machen. Und der Bundeskanzler hat einen Kackpakt angekündigt. Also, Entschuldigung. Kackpakt finde ich jetzt ein bisschen hart, muss ich sagen. Die Idee ist doch gut. Verstehen Sie? Bund, Länder und Opposition gemeinsam für Deutschland. Toll. Ich sag mal, wenn sich jetzt noch die Ampel selber mal auf irgendwas einigen kann, wer soll uns da noch aufhalten? Ne? Hier, Robert Habeck findet wie immer die passende Metapher, hat aber, wenn man hinten raus genau zuhört, wenig Ahnung von Fußball. Als Wirtschaftsminister würde ich mir wünschen, dass wir bei all den Herausforderungen, die es ohne Frage gibt, sie mit einer Haltung des "Wir werden dieses Spiel gewinnen" angehen und nicht mit dem Kopf in den Sand aufs Spielfeld laufen. Mit dem Kopf im Sand laufen? Wo erkennt er denn Hansi Flicks Plan für die EM? Hier, Deutschland auf dem Economist-Cover. Der kranke Mann Europas. Ein Ampelmännchen am Tropf. Und da ist leider was dran. Vor allem wegen der hohen Energiekosten. Überlegen Sie mal, eine Firma in Frankreich zahlt für Strom nur ein Drittel von dem, was eine deutsche Firma zahlt. In den USA ist es sogar nur ein Viertel. Wie geht's also weiter mit dem Ampelmännchen? Ich sag mal so, wenn's blöd läuft, verliert es demnächst seinen Job in der Chemieindustrie. Deshalb verlässt ihn seine Ampelfrau. Er wird obdachlos und drogensüchtig. Muss auf den Strich gehen, klar. Und wird am Ende von einem chinesischen E-Auto überfahren. Ja, die Chinesen sind gerade die Stars auf der internationalen Automobilausstellung in München. In China haben sie auf dem E-Automarkt VW und Co. sauber abgehängt. Warum? Weil die deutschen Autobauer viel zu lange gepennt haben bei Batterietechnik und Software. Und weil sie weiter für ihre Verbrenner kämpfen, wie der BMW-Chef diese Woche. Also Ampelbashing gut und schön. Aber vielleicht gibt es in einigen deutschen Branchen auch ein kleines Managementproblem. Freundlich formuliert. Freundlich formuliert. Was stimmt? Deutschland schiebt tatsächlich gewaltige strukturelle Probleme vor sich her. Über 10 Merkel-Jahre Aufschwung mit billigen Zinsen wurden verschenkt. In denen hätten wir unsere Infrastruktur sanieren müssen und die Erneuerbaren schneller ausbauen. Jetzt geht leider beides nicht mehr.
Ich glaube, jeder von Ihnen kennt Geschichten oder musste es schon erleben, was passiert, wenn eine Brücke gesperrt werden muss, ganz abgesehen auch für Hindernisse der Energiewende. Denn ich kann Ihnen sagen, die Windanlagen, die wir gerne bauen möchten, kriegen wir teilweise nicht mehr über die Brücken, weil die Schwerlasttransporte über diese Brücken nicht mehr fahren dürfen. Ah, das ist also diese Brückentechnologie, von der jetzt immer alle reden. Verstehe. Ja, ja. Genau deshalb fordert das Institut der deutschen Wirtschaft, keine linke Kaderschmiede in dem Sinne, öffentliche Investitionen, zum Beispiel für Infrastruktur, von der Schuldenbremse auszunehmen. Aber nicht mit Christian Lindner. Der jongliert lieber hochseriös mehrere Schattenhaushalte bzw. Sondervermögen. Ja, hat sich doch bewährt, Freunde, natürlich. Ja, ich meine, viele Ökonomen sagen, Schuldenbremse und gleichzeitig die komplette deutsche Industrie auf grün stellen, das wird so nicht klappen. Ja, da müssen wir ran. Genau wie an den Fachkräftemangel. Wo der eigentliche Horror ja noch kommt, wenn demnächst die ganzen faulen Boomer in Rente gehen. Ne? Ich zum Beispiel. Wo sollen die ganzen Fachkräfte dann herkommen? Und vor allem, warum sollten die ausgerechnet zu uns wollen? Robert Habeck lockt mit einem Video. Germany is a country where there's plenty happening right now. Our economy is aiming to go climate neutral. Digitalization is creating new opportunities. Digitalization in Germany, sagt er, ohne rot zu werden. Das ist doch Wahnsinn, wirklich. Meine Werbung lügt ja oft, klar, aber man kann es auch übertreiben, Freunde. Das geht doch auch ehrlicher. Hi, this is Robert. We have leider a problem. Made in China is now better than made in Germany. You believe it not. Our last Erfindung was when we changed the Autofenster Handkurbel to Knöpfe. And we bought all our energy from Putin and have only auf Exporte gesetzt. All that bites us now in the ass. We are losers, egal wohin man guckt. No medals in running and jumping. Soccer WM out in the Vorrunde. Even our women play like men. Deutschland is really not the yellow from the egg anymore. So please come and work for us. Please, please, I beg you. Come to Germany, but not with the Deutsche Bahn. Die ist auch im Arsch. Das wäre ehrlicher. Ne? Bringt ja nichts, wenn wir die kommenden Fachkräfte anlügen und dann sind die enttäuscht, wenn die hier sind. Also ich sag mal, Deutschland muss jetzt endlich die großen Reformen hinter sich bringen. Es hilft ja nichts. Und dass wir mal weniger oder langsamer wachsen, das ist ja kein Grund zur Panik. Manche tun ja so, als ob morgen die deutsche Industrie stirbt und wir übermorgen alle wieder vom Baum kacken. So ist es ja auch nicht. Der Deutsche gruselt sich halt gerne. Es ist die Lust am Untergang und am Vermischen von Themen. Da heißt es dann, wir haben das Gewinnen an sich verlernt. Auch beim Sport. Okay, Basketball können wir scheinbar plötzlich. Aber sonst? Die deutschen Frauen sind in der WM-Vorrunde rausgeflogen. Was für eine Enttäuschung. Keine einzige Medaille für das deutsche Team bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Das gab es bislang noch nie. Warum sind wir so verdammt schlecht? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Warum? Und übrigens, die Ursachen für das deutsche Leichtathletik-Debakel sind komplex. Unter anderem gab es da verletzungsbedingte Absagen von Leistungsträgern. Oder ist doch schon die geplante Reform der Bundesjugendspiele schuld? Denn, Sie werden es gelesen haben, die sollen ja umgewandelt werden in Bundesluschenspiele. Ne? Und dann wundern wir uns über das allgemeine Ablusen in Sport und Gesellschaft. Sagt zum Beispiel ernsthaft, also zumindest sinngemäß, Christian Lindner. Genau wie Gisa Flake, Sportlehrerin und Sprecherin der Aktion Finger weg von unseren Bundesjugendspielen. Frau Flake, ist die Debatte nicht ein bisschen sehr konstruiert? Ja, das kann man so sehen. Wenn es einem scheißegal ist, dass dieses Land immer mehr verweichlicht. Ist unglaublich, was die Irren davor haben. Wettbewerb statt Wettkampf. Die Freude an der Bewegung soll im Vordergrund stehen. Ich bin doch nicht Sportlehrerin geworden, um Kindern Freude zu machen. Die sollen nachts schreiend aufwachen und an mich denken. Ja, aber bei der Reform geht es nur um Grundschulkinder. Die sind doch noch voll klein. Ja, eben. Der Wille des Kindes muss möglichst früh gebrochen werden. Leistungsbereitschaft, schon mal gehört? Friedrich Merz hat völlig recht. Der Deutsche will nichts mehr leisten. 4-Tage-Woche, Homeoffice und jetzt auch noch Bundesjugendspiele, bei denen keiner mehr heult. Ja, wo leben wir denn? Und das sagt nicht nur Fritze Merz, das sagen führende Intellektuelle. Also ich halte es absolut für falsch. Wichtig ist Ansporn und auch gerade derjenige, der vielleicht nicht gut ist, dann wird er halt im nächsten Jahr gut.
Und wenn er dann immer noch schlecht ist, hänseln wir ihn so lange, bis er wieder ins Bett macht. Anders geht's doch nicht! Meine Fresse, wir waren mal so gut, gerade im Osten. Das war noch gesunde Sportförderung. Und damals hat auch noch keiner über Gendern geredet. Ja, das stimmt. Sagen Sie mal, ich verstehe die ganze Aufregung nicht. Wir haben bei der Basketball-WM heute sensationell die Amis im Halbfinale geschlagen. Oder hier bei der Turn-WM, da hat die deutsche Athletin neulich 5 Goldmedaillen geholt in rhythmischer Sportgymnastik. Der feine Herr Welke liebt rhythmische Sportgymnastik, la-di-da. Das ist überhaupt kein Sport. Übrigens, Freundchen. Ich habe mal bei deiner alten Schule in Gütersloh angerufen. Stellt sich raus, der kleine Olli hat sich bei 7 Bundesjugendspielen in Folge krank gemeldet. Ja, aber das kann man erklären. Ich hatte damals Reizdarm und meistens rund um die Bundesjugendspiele. Wahnsinnig witzig, ja. Deine Schule hat gesagt, es wird nachgeholt und zwar jetzt. Bitte? Jetzt! Scheiße! Mein Gott, wenn ich das schon sehe, 0 Körperspannung wie so ein Sack Gulasch. Ja, ich habe eigentlich einen Attest von meinem Heilpraktiker. Gucken Sie mal. So, wir fangen an mit Kugelstoßen. Zack, zack, auf Position. Kugelstoßen? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. 3, 2, 1, los. 1000 Jahre her. Die Ewigkeit. Unglaublich. Der stößt wie ein Mädchen. Mädchen sagt man nicht mehr, das ist sexistisch. Halt die Fresse! Sehr gut, Gisa Flake! Ja, wird nicht besser. Gisa Flake! Ja. Und ich kriege in jedem Fall die Ehrenurkunde für schnelle Umziehen. So, meine Damen und Herren, heute hat die Ampel endlich ihr Gebäudeenergiegesetz als schmerzhafte Zangengeburt auf die Welt gebracht, gequetscht. Also das, was noch davon übrig ist, falls irgendwer noch durchsteigt. Was geht also noch mit dieser Regierung, formerly known as Fortschrittskoalition? Große Frage. Ja, ich schwöre, das ist jetzt wirklich der letzte Piratengag für heute, Ehrenwort. Ja. Auf Schloss Meseberg, dieser ambulanten Tagesklinik für hoffnungslos zerstrittene Koalitionen, haben Sie immerhin Besserung gelobt. Viele Reformprozesse, endlich sind wir die angegangen. Aber wir haben immer schlecht übereinander geredet oder immer wieder schlecht übereinander geredet. Und das scheint so, als könnte es jetzt mal aufhören. Das wäre natürlich ein Träumchen. Also, wenn die ab jetzt regelrecht zusammenarbeiten würden, im Grunde fast wie eine Regierung, oder? Übrigens, nur einen Tag nach diesem Habeck-Statement hat die FDP-Fraktion den Atomausstieg in Frage gestellt. Genau mein Humor. Ja, 19% der Deutschen sind noch zufrieden mit der Arbeit der Ampel. Und ich hoffe, die sind alle in ärztlicher Behandlung, meine Damen und Herren. Ja. Letzten Winter haben sie uns immerhin vorm Frieren gerettet, das wird gerne vergessen. Aktuell macht die Ampel allerdings ein paar echt schlimme Fehler. Ich sage nur Klimageld. Fest versprochen im Koalitionsvertrag. Fest versprochen. So, zum 1. Januar wird der CO2-Preis erhöht von 30 auf 40 Euro pro Tonne, was zum Beispiel Tanken und Heizen natürlich teurer macht. Dafür sollte es eben diesen Ausgleich geben, das Klimageld. Pro Bürger für alle die gleiche Summe, was sozial gerecht ist, weil Vielfahrer und Vielflieger dann eben unterm Strich mehr zahlen. Und jetzt ist das so. Also der Teil mit dem Erhöhen, der klappt wohl wie geplant. Das mit dem uns was zurückgeben, ja, das ist, wir stellen uns das auch zu leicht vor, meine Damen und Herren. Das hat der Christian doch schon letztes Jahr erklärt. Dann muss nämlich bei der Behörde, die es macht, eine Entscheidung muss dann noch getroffen werden, müssen Steuernummer und IBAN zusammengebracht werden. Jetzt sind wir aber ein paar Deutsche. Also da sind ein paar IBAN, die man einsammeln muss. Ja klar, natürlich. Ja natürlich. Ist also jeder, der schon mal IBANs einsammeln musste, ne, der weiß, das ist eine Sauarbeit. Musst du mit einer Schubkarre von Tür zu Tür. Ne, und wenn die IBANs mit der Steuernummer zusammengelötet, dann ist es ein totaler Albtraum. Tatsächlich könnte das Geld auch durch die Rentenkassen, die Jobcenter und die Finanzämter ausgezahlt werden. Wenn es denn politisch gewollt wäre.
Vor einem Jahr hat Linda noch gesagt, in 18 Monaten. Jetzt heißt es wohl Ende nächsten Jahres, wenn es klappt. Ein verheerendes Signal, wo doch sowieso immer weniger Leute Bock auf konkreten Klimaschutz haben. Gibt es denn anderswo schon Klimageld? Bitte? In fucking Österreich? Die Regierung beginnt heute mit der Auszahlung des heurigen Klimabonus. Je nach Wohnort bekommt man zwischen 110 und 220 Euro. Ja, da haben wir es wieder. The Wiener takes it all, meine Damen und Herren. Ja. Herrgott Sakra, wirklich. Ja gut, ich weiß gar nicht, kann man es vergleichen? Die Österreicher haben natürlich auch weniger Heizkosten, weil ein Teil der Familie im Keller wohnt. Aber trotzdem regt es einen ja auf. Es ist ja ein Ärgernis. Seit einem Jahr kriegen die schon Klimabonus. Wir gehen mal auf die Webseite, das glauben sie gar nicht. Da steht dann, warte mal, was ist der Klimabonus? Eine Bonuszahlung. Aha, wer bekommt den Klimabonus? Alle. Was muss man dafür tun? Nichts. Und es gibt eine kostenlose Hotline. Sekunde, ich muss mal kurz heulen. Und bei uns ist das Geld aus den CO2-Einnahmen schon komplett für andere Sachen verplant. Wirklich. Für neue Wärmepumpen, grün produzierten Stahl oder die Ansiedlung von Chipfabriken. Toll. Ach ja, Österreicher müsste man sein. Das sage ich schon seit den 50ern. Sissi, wir können uns den Ball locker leisten. Aber Franz, von welchem Geld? Depperl, wir haben doch das Klimageld bekommen. Einfach so? Ich dachte, das wäre wahnsinnig kompliziert. Jeder Ösi kriegt das, muss absolut nichts machen. Die Piefke da in Berlin sind einfach steppert. Zum Scheißen. Aber Franz, was rätst du denn? Ich bin doch selber ein Deutscher. Ja, ich weiß. Denk da mal drüber nach. Der dumme Fund. Ja. Ich meine, es ist wirklich ein Eigentor, dass sich die Ampel da schießt. Denn das mit den höheren CO2-Preisen beim Tanken und Heizen trifft dann ja ab Januar vor allem sozial schwächere Haushalte. Aber Eigenheimbesitzer kriegen die Wärmepumpe gefördert. Waren SPD und Grüne nicht mal linke Parteien? Meine doch. Vom Bärendienst für den Klimaschutz mal ganz zu schweigen. Klimaschutz, reden wir drüber mit einem Mann, der aus Nachhaltigkeitsgründen seit Jahrzehnten denselben Polunder trägt, mit Olaf Schubert. Olaf, schön, dass du da bist. Klimaschutz gilt offenbar vielen Leuten nur noch als lästige Zumutung, als teure Gängelung. Jetzt argumentieren manche, es ist zu viel Armageddon, zu viel Weltuntergang in der Debatte. Und ich frage mich, ja, was wäre denn die Alternative? Was heißt Weltuntergang? Ich meine, für uns hier in der gemäßigten Zone läuft der Klimawandel ja erstmal ganz kommod, oder? Mitte September, herrliche Kuscheltemperaturen. Also ich sitze heute Abend noch nacksch auf dem Balkon. Ja? Also nicht nacksch, klar, sondern im Bikini. Aber die Menschen jetzt immer nur zu verängstigen, ich glaube, das ist ja auch nicht die Lösung. Das sieht man ja bei den Rauchern. Ja, die haben ja immer diese Schockbilder drauf. So, was machen die Raucher? Ja, also ich sammle die. Ne? Ich habe jetzt so ein Album, so ein Nicotini. Und da habe ich alle Fotos, oder fast alle. Es fehlt noch das Raucherbein, das linke. Ja, und ich meine, du weißt, ich habe ja auch Kinder. Ja? Und ich meine, auf diesen Zigarettenschachteln, da steht immer drauf, Rauchen macht unfruchtbar. Ich hatte mich drauf verlassen, ja. So, und plötzlich dann so eine Explosion in der Leistungskurve, ja. Also das ist halt diffizil. Ja, die Grünen sind, kann man sagen, inzwischen ganz offiziell der Buhmann in den Umfragen und in den Bierzelten. Nur noch getoppt mit den Aggressionen, die die letzte Generation abkriegt. Die haben übrigens heute angekündigt, dauerhafte Proteste ab nächste Woche in Berlin. Wie beurteilst du die ganze Kleberei? Ja, die Generation Uhu. Ich finde diesen Namen ja wirklich eigentlich passender, denn ich meine, letzte Generation, das ist eine kühne These. Da muss man dann wirklich auch aufpassen. Also ich muss man ja dranbleiben. Also wenn einer aus dem Verein schwanger wird, ja, dann heißt das sofort Lügner. Also, naja, und ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, so, aber sich da so festzukleben, mir fehlt da ein bisschen so der letzte Biss, sag ich. Also ich meine, Jesus war da konsequenter. Ja, also, finde ich. Also wenn meine Kinder dort mitmachen würden, dann würde ich aber sagen, pass auf, entweder richtig oder gar nicht. Ja, und das wäre ja, glaube ich, auch ein ganz cooler Slogan, wenn man sagen würde, hier Nägel mit Köpfchen. Ja,
Genau. Heute ist ja das Gebäudeenergiegesetz dann endlich mal durch den Bundestag gegangen. Wie heizt du selber? In welchen anderen Bereichen versuchst du ein bisschen klimaneutraler zu leben? Hast du ein E-Auto zum Beispiel? Ein E-Auto? Hab ich? Ja, also unter anderem. Ich muss aber dazu sagen, ich bin heute hier zum Beispiel klimaneutral angereist mit dem Fahrrad, im Gegensatz zu dir. Also vom Hotel mit dem Fahrrad her, natürlich erstmal ins Hotel, klar, im Taxi vom Flughafen. Und klar setzt ein Umdenken ein in vielen Bereichen beim Heizen. Da hat sich wirklich einiges verändert. Also ich habe da wirklich, wie soll ich sagen, einen Schnitt gemacht. Ich habe das letzte Mal geheizt, habe ich im März. Ja. Ja, und ich glaube, ich bin mit dem Thema durch. Und auch hier natürlich versuche ich irgendwie, also ich weiß nicht, ob man es merkt, aber meine Gags sind wirklich alle recycelt und weiterverwertet. Aber ich muss ehrlich sagen, also Klimaschutz wäre für mich noch wirklich wesentlich attraktiver, wenn ich wüsste, ich muss nicht mitmachen. Ja, ja. Und ich glaube, so geht es ja den meisten. Ja? Und deshalb fände ich es wirklich besser, wenn man also Klimaschutzmaßnahmen immer zuerst von den anderen fordert. Ne? Ich meine, es gibt doch genug andere. Denkt mal drüber nach. Das sehen leider viele so. Olaf Schubert, vielen Dank. Die haben gesagt, ich soll meinen Lieblingswitz erzählen. Ja, das mache ich gerne. Also, kommen ein Pferd, Jeff Bezos und der Papst in eine Bar, sagt der Barkeeper, abonniere endlich den verkackten Heute-Show-Kanal! Also, geht doch!